angetaucht, da hinten gesichert, damit er nicht umfallen kann. Das ist, hört sich ganz einfach an, ist aber eine sehr wichtige Tätigkeit, weil bis daher ist er eingezimmert und das ist alles offen. Und da wird er mit der Klammer den Stempel nach vorne taucht. Und wenn der vorne ist, da drüben und Seiten dasselbe, und dann kommt die Kappe rauf. Also nicht nur in Österreich, sondern auch international, beziehungsweise von anderen Tonarten, beziehungsweise in die anderen Lagen haben wir die Gesteinsproben, teilweise die Keramik, auch der Ritterchor in Wolzow Prospektionsarbeiten gemacht haben. Genauso aus wie in der Grube, nur ist nicht da einen halben oder dreiviertel Meter hoch, das war 3-4 Meter hoch oft, und da hat man das Material runter sprengen müssen. Mit diesem Kübel, ich weiß nicht, ob das jetzt geht daher, mit diesem Kübel ist das Kaolin rausgezogen worden. Und das ist einfach so ein Kaolinstück, wie es in Natura ist. So kommt es in der Grube vor. Nichts anderes, wie es schon wieder da drin ist. Darf man die einmal heben? Ja, bitte, ohne weiteres. Wie schwer. Du musst den Großen auch noch heben. Bitte. Käfigzähne, Segelstocken und so weiter sind in etwa 25 Millionen Jahre alt. Und zwar war diese Senke damals unter dem Meer und da ist die Kaolinschicht praktisch und die Süßwasserablagerungen dann vom Meer noch überlagert worden, Linzersande und Schlier und so weiter. Und da sind diese Fossilien rausgekommen, die Kammmischungen sind dann auch wieder verwendet werden als Zuschlagstoff für Fliesenkleber. Es sind ein paar andere Gesteine drinnen auch, vergleichsweise Gneise. Im Waldviertel zum Beispiel ist hauptsächlich Gneis, dort hat es auch mehr Kaolin-Lagerstätte oder mehrere gegeben. Vergleichsweise haben wir dann andere Gesteine auch noch dazu, da, dass man den Unterschied ein bisschen sieht, dass also die Leute sich gar nicht damit beschäftigen, wie zum Beispiel ein Magnesit aus der Sonne ausschaut und so weiter. Interessant ist vielleicht dieses Kugelgestein, da gibt es nur zwei Stellen im Mühlviertel, wo das vorkommt, in Partnerkirchen und in Münzbach. Das sind aus Umschmelzprozessen in Kontaktzonen aus dem Granit entstanden und haben sie dann so schalenförmig angelagert. Schauen schön aus, haben keine wirkliche wirtschaftliche Bedeutung, sind nur Mineral. Die Struktur davon, man sieht den Quarz, man sieht den umgewandelten Feldspat, der jetzt das Kaolin ist. Und bei der Aufbereitung wird das Kaolin in kleine Stücke gebrochen, kommt in eine große Klemmtrommel rein, wird dort vom Quarz getrennt, das Kaolin fließt mit dem Wasser weg, kommt in eine Pumpanlage, wird dann nach Eisthofen gepumpt, das ist die Rohrleitung mit der Länge von 7 Kilometer und der Sand. Bergmann bei Laden mit